zu einem neuen Interview bei Away From Life. Ich bin Günni, ich stehe hier mit Biostorm aus dem wunderschönen Oldenburg. Da, da. Wir haben uns hier zusammengefunden nach langer, langer Zeit, dass es endlich mal geklappt hat, hier ein Interview mit den Boys zu machen. Und denn diese Jungs haben sehr viel Aufmerksamkeit verdient für das, was sie machen, wie sie es machen, wie sie auch menschlich unterwegs sind. Sehr wichtig heutzutage, nicht irgend so ein Ranz, sondern wo man mit quatschen kann, die auch Bock haben, das auch live performen können. Jetzt muss ich aber gerade in den Tiefen meines Gedächtnisses fühlen. Am 19.03. ist das richtig? 19.05. kam, jetzt mal alle Mann Achtung, deren neuen Scheibe raus, Beware of the Underdogs. Da da. Und es ist nicht schön. Da da. Das Ganze gibt es auch als LP, wenn sie denn da ist und verfügbar. Kleiner Insider. Und absoluter Knaller. Wunderschöne Features drauf. Sehr viel Abwechslung. Das ist das, was die Jungs auch ausmacht. Die einfach Bock haben, das durchzuklötern, wo ihnen der Sinn nachsteht. Ich möchte jetzt einfach mal fragen, wie zufrieden seid ihr mit dieser Entscheidung, dieses wunderschöne Stück so umzusetzen? Hat es Spaß gemacht oder war es einfach nur wieder Arbeit, wie es ja bei vielen ist, einfach nur Arbeit und Geld verdienen? Geld verdienen natürlich. Das war einfach. Ich bin Günni von Away From Life. Das. Nein, alles gut. Fuck, so grob. Nein. Nee, sagt einfach mal, wie lange das Ganze gedauert hat. Zu lange. Wir sind auch zufrieden, dass es uns noch gibt. Es hat auf jeden Fall so definitiv zu lang gedauert. Also es war ein sehr langer Prozess. Irgendwie so. Wir wollten uns Zeit. Angucken, das Mikrofon nehmen. Du kannst mir das auch vors Gesicht halten, ich kann oder? Ich kann das auch halten. Es war ein sehr langer Prozess. Irgendwie. Wir wollten uns einfach Zeit lassen. Und dann haben wir uns zu viel Zeit gelassen. Ja, wir haben uns sehr viel Zeit gelassen. Wir wollten halt einfach nichts über den Schuh brechen, wollte ich gerade sagen. Das war eigentlich so okay, aber wir können schneller, besser. Also der Prozess war einfach viel zu lang. Das, ja, ich denke auch, wenn wir so ein bisschen Deadlines gehabt hätten und uns gesetzt hätten, wäre es einfacher gewesen. Jetzt auf der CD selber, jetzt in diesem Fall gerade, merkt man das eigentlich nicht. Also man merkt ja sonst, finde ich, das ist jetzt eine persönliche Meinung, oftmals, dass wenn Prozesse lange dauern, die Kreativität auch drunter leidet. Und das hört man auch auf der Scheibe. Habt ihr die live eingespielt oder jeder für sich? Ja, jeder für sich. Ich weiß gar nicht, du hast angefangen, glaube ich. Ja, ne? Genau. Ich habe im August vor vielen Langeweilen angefangen mit Drums und dann haben wir alles nacheinander eingespielt. Das war am einfachsten. Um das mal kurz einzuordnen, heißt jetzt lange Zeit, das ging Corona-Zeit los oder? Weil das sind ja 19 haben wir angefangen, ne? Nee, einzuspielen nicht. Nein, also natürlich, klar, zur Corona-Zeit irgendwie vorher, im Januar war das irgendwie, bevor Corona kam. Das war 20, ja, genau, haben wir schon irgendwie eine Vorproduktion irgendwie mit ein paar Songs gemacht, weil wir halt einige Songs auch wirklich nicht live irgendwie, beziehungsweise auch gar nicht im Proberaum gespielt haben, sondern wirklich einfach nur komplett im Kopf irgendwie waren die. Und dann haben wir irgendwie, ich glaube im August irgendwie 20, haben wir dann angefangen, die Scheibe einzuknallen irgendwie. Und wie gesagt, es waren halt Songs dabei, die wir halt nie zusammen gespielt haben, aber die halt alle Energie hatten irgendwie so. Und die waren irgendwie so schon ganz gut und im Endeffekt sind die ganzen, ist der ganze Gesang dann später auch erst dazugekommen. Ja, also es war aber auch damit zu tun, ja, weil wir dann halt gesagt haben, okay, Einstellung zu dem Ganzen für jeden hin und her, aber wir haben gesagt, okay, wir treffen uns nur zu zweit, machen das dann, nehmen so die Songs auf, da war natürlich dann mehr dann Bass und Schlagzeug oder Schlagzeug und Gitarre. Da war ich dann lange Zeit außen vor, weil das auch lange Zeit ja nicht geduldet war, oder man hätte es halt im Geheimen machen müssen und dann war auch wieder die Frage, wie viel Ärger kriegst du? Und irgendwann haben wir gedacht, gut, dann können wir uns auch wieder treffen, nach so einem Jahr oder so. Aber es war sehr, 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 sehr lange. Aber ich glaube gar nicht, dass das Aufnehmen am meisten gedauert hat, am längsten gedauert hat, sondern tatsächlich die Promo und die Produktion an sich, das war ein sehr langer Prozess. So Artwork, wie setzen wir die Songs, welches Magazin machen wir, wie auch mehr mit Promoter oder nicht, das war, glaube ich, der kräfteaufreibendste Prozess so für uns alle. Also da sind wir auch alle ein bisschen an unsere Grenzen gestoßen, wo wir halt uns selber untereinander
ja, schon echt auf die Füße getreten sind irgendwie, und da war echt, das war schon... Also man versteht jetzt, warum sich gewisse Bands nach Alben auflösen. Das hat schon seinen Grund. Also es gab die eine oder andere Intervention und es war wirklich nicht immer einfach, so das alles nochmal, und es wurde gedroht, zum Glück nie umgesetzt. Also naja, wäre halt echt, wäre sonst auch viel, viel, was wir in den Sand gesetzt hätten, aber das müssen wir so nicht nochmal haben. Deswegen, so ein langer Prozess ist einfach für uns nicht gut. Das ist einfach. Aber das Endprodukt ist natürlich, also wir sind absolut damit zufrieden, irgendwie so. Die Platte ist echt gut geworden, wie du schon sagtest, abwechslungsreich. Und das war irgendwie auch gerade so das, was wir wollten, irgendwie so. Weil wir halt einfach, wir wollen nicht nur eine normale Oldschool-Hardcore-Platte machen, irgendwie so mit 2,5-Minuten-Songs oder sowas. Könnte man auch, keine Frage, aber da wir einfach irgendwie musikalisch unterschiedlich und facettenreich sind, irgendwie so, wollten wir halt musikalisch das auch auf der Platte dargeben, irgendwie so, was halt irgendwie, wie wir musikalisch halt drauf sind. Und wir sind alle aus einem unterschiedlichen Genre irgendwie so und hören alles unterschiedliche Musik, und deswegen ist die einfach auch so gut abwechslungsreich. Ja, das ist so. Also was man immer wieder hört tatsächlich, was glaube ich oftmals gar nicht so in die Öffentlichkeit irgendwie kommt, dass diese, ich sag jetzt mal einfach 2 Jahre Corona tatsächlich überall einen harten Impact hatten, was also nicht vielleicht komplett die Bands und die auch wirklich ihr Geld damit verdienen, wo das einfach mächtig klötert und rumpelt im Hintergrund, was sich dann manchmal auch live widerspiegelt. Mhm. Ich finde die Reflexion, also die Selbstreflexion von euch finde ich krass, dass ihr selber sagt, also auch so ganz klar, das hat bei uns auch gerumpelt und das war alles auch nicht mehr cool irgendwann und auch zu lang gedauert. Wo man dann auch denkt, wenn man halt so irgendwie zurückrechnet, keine Ahnung, wenn man jetzt sagt, vor 5 Jahren waren es eigentlich, sagen wir mal 7, weil diese 2, die sind irgendwie aus dem Kopf auch. Mhm. Ihr habt jetzt einen direkten Bezug dazu, weil bei euch vielleicht auch ein bisschen hart was passiert ist, aber wenn man so zurückdenkt und trotzdem ist das Ergebnis aber ja eigentlich, finde ich persönlich, mega. Ja. Und da habe ich gleich noch eine weitere Frage zu. A, in welchem Studio habt ihr das aufgenommen? B, warum dort? Und C, und das meine ich jetzt nicht schlimm, ich sage das oft, dass es nicht zu clean und zu sauber ist, was es, finde ich, was eure Mucke auch noch unterstützt auf dem Album, als wenn das Ding jetzt komplett überproduziert ist. Auch bei deinem Gesang finde ich das, gerade auch diese abwechslungsreiche Geschichte bei deinem Gesang, finde ich es wichtig, dass das nicht, als wenn du so ein Metal-Sänger wärst, du hast ja noch eine Metal-Band quasi. Genau, Shocknosis, und dann spiele ich jetzt seit letztem Jahr noch. Darum geht's jetzt nicht. Hallo, ich bin hier Sänger von Jaka. Bei Heaven Shall Burn steige ich nächstes Jahr ein. Anselm Shall Burn, genau. Die wissen das aber noch gar nicht. Jetzt möchte ich gerne meine Fragen beantwortet haben. Wir waren bei Krach in Stereo bei Lorenz Anders, das ist ein Kumpel von uns. Der hat uns letztes Jahr auch schon diverse Male live ausgeholfen. Und mit dem hat Alex früher in einer. Genau, also wir haben Band früher gespielt. Mal zusammen, sehr professionell. Wir haben zusammen in der Punk. Universal ruft an, das ja, Contract. Das ist der Deal. Zusagen, aber du weißt, also auf jeden Fall, Krach in Stereo, Lorenz Anders, Shoutout. War damals auch Gitarrist mit mir zusammen bei Johnny Karate, so eine Punkband. Und der hat uns grundsätzlich halt so vom Sound verstanden und wusste so um die Ästhetik. Und wie gesagt, wir haben selber über 10 Jahre zusammen auch gearbeitet und Musik gemacht und hatten da einen ähnlichen Film, den wir so ästhetisch fahren wollten. Das ist quasi ein reisendes Studio, also du kannst dir im Prinzip, wenn du einen Raum hast, kannst du mit ihm arbeiten, der nimmt seinen Scheiß mit hin. Wir haben das in einem relativ, Drums beispielsweise, also relativ großen Saal im Cadillac bei uns in Oldenburg aufgenommen. Und das Mastering haben wir dann am Ende wieder über die Wellenschmiede machen lassen aus Hamburg, der ja auch unter anderem für Manta oftmals was macht. Genau, der hatte unsere letzte Platte schon gemacht und da waren wir halt immer mit der Arbeit zufrieden, so was er gemacht hat. Ja. Schön, wenn man auch so eine Connections noch hat und nicht immer alles nur drum geht, irgendwie, ich will es nicht sagen, das hört sich jetzt schlimmer wahrscheinlich an, wie ich es meine, aber irgendwie immer so ein Aushängeschild noch hat, sondern dass es einfach auch noch Spaß macht, man sich einfach kennt, coole Beziehungen zueinander hat und es nicht immer nur darum geht, nochmal irgendwie jetzt auf der CD-Hülle nochmal einen coolen Namen irgendwie zu droppen und so eine Geschichten, sondern dass man auch quasi einfach mal coole Leute direkt benennen kann, ja, die auch auf einem menschlichen Level noch arbeiten und nicht nur irgendwie versuchen, alles einfach durchzurödeln. Hauptsache, ich stehe irgendwo, ne? Ja, für uns war halt auch klar, also dadurch, dass wir
eben mit der Idee rangegangen sind, wir können uns Zeit lassen, wir machen alles zu Hause, war natürlich auch vorteilhaft, dass wir dann eben mit jemandem bei uns aus der Heimat arbeiten konnten, wo du sagen kannst, hey, Alter, lass mal heute was einspielen, boah, heute habe ich Furz quer sitzen, lass mal einfach eben aufhören und du nicht Studiozeit buchen musst, die du dann irgendwie mit Content füllen musstest, sondern wenn es halt nicht lief oder wenn es halt nicht passte, sondern bist nach Hause gegangen, hast dich ausgepennt und am nächsten Tag nochmal weitergemacht. Das ist natürlich auch ein ziemlich großer Vorteil dann gewesen, der, wie gesagt, so ein bisschen backfirete für uns, ne, weil es einfach eben dadurch zu entspannt war, sozusagen von der Zeit, aber für das, was es war, war es, glaube ich, genau der richtige Punkt und mit ihm da zu arbeiten, war da auf jeden Fall eine gute Sache. Also er hat gut Sachen angebracht, irgendwie so, hat sich wirklich super integriert, hat sich die Sachen richtig raufgeschafft irgendwie und hat auch super Ideen einfach dazu gebracht. Also es war schon richtig gut irgendwie so und das ist ein absolut feiner Kerl. Im Endeffekt, die Produktion hat sehr lange gedauert, aber Ergebnis spricht für sich, denke ich, irgendwie so. Also wir sind mehr als zufrieden mit der Produktion. So, das Mastering hat nochmal eben das i-Tüpfelchen oben drauf geknallt. Das war einfach der Wahnsinn. Und das Ding ist, wie du schon sagtest, nicht zu überproduziert, aber es hat halt Druck und es ist halt eine schöne Lautstärke, die du halt auch wirklich anbieten kannst, irgendwie so, wo du halt selber einfach dahinter stehen kannst. Also das Endprodukt ist einfach für uns auf jeden Fall gelungen. Und man hört auch deinen Bass nicht wie bei And Justice for All. Die Latte ist nicht zu hoch gelegt. Ich habe jetzt noch eine Frage. Und zwar. Sind wir ABC schon durch? Ja. Okay. Es reicht. Wir gucken uns das später nochmal an und dann machen wir. Hängen noch einen Rest dran. Schneiden wir das dann, oder? Ne, ihr nicht, ich. Das wird alles so gelassen. Dich schneide ich auch nochmal raus. Das ist gut. Aus das Gründen. Das passiert immer so. Ja, einfach zu wichtig. Ja, genau. Und zwar, das kommt jetzt, was, das passt, das kommt, weil ich bei Jaka spiele. Das machen wir zum Running Gag, Alter. Ja, geht ja. So. Und zwar habe ich noch eine Frage. Ich kann mir vorstellen, warum wir Stress hatten bei der Produktion. Ne? Ihr Fotzen, das hat damit gar nichts zu tun. Vielleicht sollte er einfach hier so ein Rington-Abo machen. Ja. Bayer Anselm. Bayer Anselm. Anselm Spar-Abo. Oh, feier. Das wird super hier. Und morgen so, die haben sich aufgelöst. Möchte ich nochmal zu den Features kommen. Wenn ich mich jetzt recht entsinne, ausnahmsweise habe ich mal keinen Zettel und nischte. Wir haben einmal Dennis von 1000 Löwen, wir haben ID5 und wir haben von Night in Gales den Christian. Ist das einfach, weil ihr gesagt habt, die passen in den Song rein? War das einfach, wir haben Bock auf den und da passt er rein? Ist das einfach so ein bisschen sich lieb haben und passt geil? Oder wie seid ihr da bei den Features rangekommen? Ja, also Dennis haben wir über Rikers kennengelernt und das hat einfach funktioniert. War ein bisschen schwierig, die Zusammenarbeit mit ihm, weil so ganz zuverlässig ist er nicht. Aber was hat dann irgendwann doch funktioniert? Und Christian, ich habe vor Ewigkeiten bei Night in Gales mal was mit eingesungen und ich kenne die Jungs schon ewig und das hat sich einfach gepasst. Auf der letzten Platte hat ja auch Tobbe schon zwei Songs mit eingesungen, Judgment und Sometimes, glaube ich, ne? Ist auch egal. Nee. Oder Step by Step? Ja. Ist auch wurscht. Und dann Sometimes passt, war Kuddel, wenn ich mich recht entsinne. Nee, ich meine, wir hatten da zwei Parts, ist auch egal. Auf jeden Fall, Christian ist halt auch mag unsere Musik sehr gerne und dann passte das bei dem Song Hate Squad ganz gut, weil der ja schon düsterer ist als die anderen. Mhm. Und genau. So hat sich das ergeben. Ich wollte gerade sagen, so einfach kann es dann auch mal sein, aber das immer alles unter ein Dach zu kriegen, ist dann wahrscheinlich auch nicht so einfach, auch mit dem, was wir schon gesagt haben. Ich muss es anders sagen. Als ich den Song geschrieben habe, es ist ja eine sehr düstere Thematik. Da geht es halt um die Lagerbildung, die wir halt während der Corona-Zeit haben und auch danach haben. Und für mich ist der Song sehr düst, das ist ein dunkles, nicht schönes Thema, wo man drüber sprechen muss, was aber nicht jeder kann. Und da habe ich halt gedacht, okay, da wäre halt eine Death Metal Stimme und ich finde, Christian hat eine sehr starke Stimme, die würde da passen. Und deswegen ein düstererer Song, so würde ich das jetzt für mich interpretieren. Wahrscheinlich würde jetzt jeder andere sagen, der dieses Album hört, sagen, keine Ahnung, ID5 hat auch sehr, oder Belief haben auch viele dunkle Parts mit drin, sagen, den finde ich vielleicht düsterer, aber vielleicht versteht man das dann besser, was ich damit sagen will. Jetzt gerade überlege ich, der erste Song heißt, meine ich, Modern Man. Genau. Ich frage jetzt einfach mal so direkt, warum hat es der Song auf Platz 1 geschafft? Nicht, weil er schlecht ist, sondern
weil als ich das erste Mal die Scheibe gehört habe, war es eigentlich, wo ich gedacht habe, alter Schwede, gleich so loslegen, da kann nicht mehr viel nachkommen, weil ihr da doch schon ganz schön losklötert. Das war eigentlich auch die Absicht dahinter. Das war die Absicht, ja. Also hat funktioniert. Wir haben wirklich lange überlegt, wie wir die aufbauen, die ganze Platte. So. Aber das war halt ein Song, das war zum Beispiel einer von den Songs, den wir halt nie zusammengespielt haben. So im Proberaum oder irgendwas. So. Den haben wir bis jetzt irgendwie kaum auch gespielt, muss ich sagen. Leider. Ist halt der moderne Mann. Er hält das gerne von sich weg. Und aber weil der halt irgendwie direkt auf der Fresse ist, irgendwie so ist das halt irgendwie genau wie bei der Platte davor, ist halt gleich ein Statement einfach. Mhm. Mit so einem Song, denke ich, irgendwie eine Platte zu öffnen, irgendwie so, da weißt du auf jeden Fall schon mal, wo der Frosch die Long hat, ne? Das ist schon mal so, und deswegen war das eigentlich so ganz gut, ja. Ja, die Überlegung war halt auch schon so ein bisschen zu gucken, dass die ganze Platte sich halt irgendwie anfühlt, als würde man halt von einem Zug überfahren, und ich glaub, so muss sich das anfühlen. Wenn man darunter machen wir es auch nicht mehr. Nee, weniger als überfahren werden ist nicht mehr. Finde ich gut, aber anscheinend ist er mir vorbeigefahren, sonst, na, ist egal. Das ist immer so schön mit dir. Und mit dir auch. Wir haben hier Spaß beim... Übrigens, wir sind hier beim After Ride um Buten, wo die Jungs einen wunderschönen Nachmittagsslot auf der... Die haben sich auch verdruckt. Eigentlich standen wir mal oben, jetzt stehen wir hier unten. Ich verstehe das auch nicht. Ja, vor allen Dingen sehr viel Blockbildung. Jetzt ist ziemlich weit auseinander. Man könnte denken, das sind drei Bands. Wahrscheinlich deswegen. Naja. Ja, weil sonst würden jetzt ja Mantra und Slime Laser, wenn da jetzt bei Storm stehen würde. Das hat irgendwie umgeklebt, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Ihr wart weiter oben. Ja. Ich habe auch den Vertrag gesehen. Hier steht hier auch gar nicht drauf. Eine Moorcore sehe ich hier gar nicht. Ja. Aber zum Glück hat die Orga noch gemerkt, keine 200-Euro-Scheine, die sind meistens falsch. Ah, okay. Hier wird ein 3-Euro-Schein bezahlt. Ja. habt ihr Bock auf heute, und wie geht's bei euch weiter, verdammt nochmal? Weil, ich sag mal, wir haben jetzt ja auch geklärt, dass es ziemlich lange gedauert hat. Ist da Neues im Petto? Und schreibst du alleine die Texte oder brauchst du noch mal so einen Freigeist wie den Alex? Ja? Du kannst ja nicht nur knüppeln, sondern auch klotzen. Das ist richtig. Also, ja, es ist was Neues in der Mache. Und nein, ich schreibe nicht alle Texte. Also die Korrekturlesung, die läuft immer über Alex, unseren Englischstudenten, weil... Was soll ich machen? Genau, deswegen arbeite ich jetzt auch so im Musikladen. Hat sich richtig gelohnt. Ja, so, weit gebracht. Nee, aber Nick schreibt auch viele Songs, und manchmal schreiben wir auch Sachen zusammen. Dann ist das dann... Ja, Textbook. Super. Also da ergänzen wir uns sehr gut. Das passt schon irgendwie so. Also das Thema irgendwie wird meistens durch einen Block irgendwie aufgegriffen, und darum wird dann drumherum geschrieben. Es wird halt irgendwie so, keine Ahnung, weißt du, bei irgendeinem Song denkst du irgendwie so, ein paar Schlagwörter passen da ganz gut irgendwie so, und drumherum wird dann einfach dann alles aufgebaut. Bist du mehr so der düstere Typ dann, wenn du einfach, ich sag mal, den bodenständigen Kram machst, und du bist mehr der Freak beim Schreiben, oder kommen da alle gut zusammen, wo ich sag, oder wo du dann sagst, okay, ich habe jetzt auch gerade richtig Schabernack im Schädel und den möchte ich hier gerne mal im Text umsetzen. Also ich glaube schon, dass ich der düstere und auch vielleicht auch pessimistische... Komisch, wie kam ich da drauf? So, das passt schon, aber ich finde immer, Pessimismus liegt immer auch viel bei Realismus. Man muss mal gucken, wer das sagt, finde ich. Weil viele Leute nutzen das dann auch immer als Ausrede. So. Ach, nicht gute Aussage. Deswegen. Und ich glaube, bei Nick ist immer sehr. Also, natürlich zeigt Nick auch mit vielen auf dem Finger auf was, ist aber lebensbejahender, ein bisschen fröhlicher. So würde ich das jetzt für mich vom Songschreiben bezeichnen. Ja, das ist ein positiveren Output irgendwie, genau. So. Das ist schon. Und Alex, der hat immer das Schöne, also das ist halt immer, wenn du was schreibst, dann hast du ein Brett vor dem Kopf, und dann kommen auch, Lorenz hat zum Beispiel auch schon bei einigen Songs dann einen Satzbaum mit umgebaut, wo dann einfach die Wortspielereien cooler waren, wo du dann selber nicht drauf gekommen bist, wo du dann was geschrieben hast und das war irgendwie sperrig, und dann kommt Alex oder Lorenz und sagen dann... Muss ich das halt eh alles korrigieren, ne? So, mach das doch so, das klingt cooler. Oder? Oberlehrer. Ja. Genau, Herr Oberlehrer. Ist er ja nicht mal. Dafür hat es nämlich nicht gereicht. 22. Semester. Deswegen auch die Herzchenbrille. Ich wohne auch bei Mama. Nicht nur er. Wohnt er übrigens wirklich. Ey, das ist doch nicht... Ist das schlimm? Wir wohnen auch nebeneinander. Ist doch die gleiche. Gibst du morgen wieder Grünkohl? Bruder. Ja. Ich würde sagen, wir haben bis hierhin mal mit Biostorm
sehr schöne Sachen geklärt, ein bisschen Schabernack betrieben. Ich freue mich auf den Live-Auftritt, wie viele andere hier auch, weil ihr seid ja auch so ein bisschen hier die Local Heroes, sag ich mal, weil jeder euch einfach liebt. Und naja, lieben ist jetzt auch ein bisschen untertrieben, wollte ich, aber okay. Also, zu Recht. Fährst du auch in Ascona oder so? Ja, nimm mal die Sonnenbrille ab, da hat sie ganz schön. Hast ja nicht viel zu verlieren. Das wird heute super, irgendwie so, das ganze Festival ist top. Die ganze Organisation und alles, irgendwie, das wird heute für uns selber ein persönliches Highlight dieses Jahr einfach, weil einfach auch viele Leute da sind, die wir kennen irgendwie so, und das ist schon schön hier in der Ecke, irgendwie, das ist schon fein. Und wir haben einfach. War ja auch so irgendwie das, ich glaube, das erste große oder größere Festival, was wir zusammen gespielt haben 2019, so davor. Naja, es ist halt auch immer so ein bisschen nach Hause kommen oder so ein bisschen in so einen familiären Kreis zurückkommen und einfach sagen, hey, easy, so, weißt du? Genau, die machen das hier wahnsinnig gut, die sind ja auch sehr, sehr supportive, was uns angeht. So, deswegen sind wir ja quasi so ein bisschen so die Faber Hausband. Ja, warum nicht? Also gibt Schlimmeres. Eigentlich heißen wir Faber und Freunde. Ja. Wo ist hier Stopp? Du hast nicht umsonst dieses Rollkragen-Ding an, ne? Das ist immer so dieses. Ich lach mir. Ich riech mich einfach nur selber gerne. Da hast du schon geduscht, ne? Bezüglich After und Booten kann ich hier nur sagen: absolut geiles Festival. Checkt das hier aus. Alles handmade, alles selfmade. Alle cool drauf, alles easy peasy. Nicht 60.000 Leute und keine obszönen Preise, sei es für Getränke, Karte oder sonst irgendwas. Mit geilen Bands wie By a Storm wird das Ganze nochmal hier unterstrichen. Und die auch einfach hier eine Chance, das hört sich immer so blöde an, aber ihr wisst schon, was ich meine. Nee, erklär mal. Wo oft, nee, das macht der Oberlehrer gleich, bei einem Sektchen. es ist einfach geil hier. Megabands für so ein kleines Festival, solch ein Line-Up, das ist nicht mehr so einfach und schon gerade, wie schon diese blöden beschworenen 2 Jahre, auch gar nicht so einfach nochmal auf die Beine zu stellen, was Kost und Logis angeht. Größere dran gescheitert. Ja, ja. Aber auch kleinere. Ja. Ne, das darf man immer nicht. Das ist wieder Pessimismus, ja, Realismus, da sind wir wieder dicht bei. Und das Geilste ist, das hat er jetzt nicht gesagt, direkt hinter euch, quasi der Kamera, ist ein riesiger See, direkt am Festival. Ich mach noch einen Schwenk, jetzt hast du mir das versaut. Ich hab jetzt versaut. Blöde. Schneid das raus. Blöde, da ist gar kein See mehr, so. Ja, gar kein Schwenk mehr. Was jetzt davon? Checkt By a Storm aus mit ihrem neuen, oh, jetzt hier, ich muss mal rausziehen hier. Mit dem frechen Gassenhauer. Unterstützt die. Das hört sich jetzt auch wieder cool. Kleinen Bands. Oh Mann, das hört sich so dumm an, aber ja, es ist so. Ja, aber es hört sich trotzdem irgendwie. Ich bin keine 1,80, wir sind eine kleine Band. Also man darf nicht auf die Persistence-Tour fahren und sich aufregen, dass da jedes Mal dieselben Bands spielen, wenn man den Underground nicht supportet. Weil man muss auch diesen Bands Plattform geben und Raum wenn man nicht geben. Möchte, dass die Szene ausstirbt, weil. Davon lebt die Szene halt. Und deswegen spielen auf der Persistence Tour dieselben Bands, weil die meisten aus der Hardcore-Szene immer nur dahin gehen und die Clubshows nicht unterstützen. Und das ist halt schade. Wunderschönes Abschlusswort hier beim After Ride und Booten. Ihr macht euch gleich fertig mit eurem Geraffel. Ich bin Günni von Away From Life. Ach so, übrigens, Nazis sind scheiße. Und wir riechen uns irgendwo hoffentlich wieder. Und dann klödern wir uns mal richtig ein. Bis dahin, peace. Okay.